Guten Morgen, ich bin auferstanden. Heute habe ich nicht so ganz gut geschlafen, weil hier waren ganz viele Vögel und so weiter, die haben mich voll genervt und mich nicht in Ruhe gelassen. Und die waren voll laut gewesen mit diesen mit diesen Geräuschen. Und so gegen 6 Uhr fuhr hier so ein Trecker lang und hat hier das Feld umgepflügt. Das hat auch genervt und Schlaf gekostet. Aber gut, gleich hier Zelt innen rein raus machen, Zelt zusammenbauen, Kaffee machen, Zähne putzen und danach Wanderung Tag 3 Start kommt. So, meine ganzen Zeltinnereien sind ausgeschieden. Jetzt Wurfzelt zusammenbauen. Mein Wurfzelt ist zusammengebaut. So, ich werde jetzt hier bei dieser wunderschönen Morgensonne, genau hier auf dem Boden, Kaffee machen. So, Kaffee ist fertig. Jetzt entspannt hier bei wunderschönem Wetter draußen Kaffee trinken. So, so ist das schön. So, ich werd jetzt diesen Kaffee hier, also ich werde diesen Kaffee jetzt genießen hier bei diesen. So, ich genieße jetzt diesen Kaffee. Ganz entspannt und trinke dann noch mehr Kaffees. Und dann habe ich Kaffee ausgetrunken. So, jetzt ein bisschen mit Bartöl Bart pflegen. Ganz wichtig, damit der nicht stinkt. So, die Sachen sind gepackt. Dieser ganze Müll und diese ganzen leeren Bierflaschen, die habe ich alle hier reingepackt. Und der wird die ganze Zeit nerven gleich, bis ich dann irgendwann diese nächste Mülleimer oder so gefunden habe, zum Wegschmeißen. Aber genau, der wird mich die ganze Zeit wunderschön nerven. Diesen Müllsack. Aber jetzt, Wanderung Tag 3 Start kommt. Ja, guck mal, hier vorne bei Feldlandschaft ist Scheißwind. Und da ganz hinten, da wo die Bäume sind, da habe ich gepennt. So, ich bin hier bei dieser nervigen Bundesstraße. Und ich werde hier jetzt erstmal darauf einen guten Morgen trinken, weil ich auf dieser nervigen Bundesstraße bin. Hier ist so laut und sowas. So windig und ekelhaft. Aber hier, guck mal. Guck mal, wie fett dieser vertrocknete Wurm ist. Der ist so fett. Wisst ihr, warum der so fett ist? Weil er so richtig fett ist. So fett ist der, dieser getrocknete Wurm hier. Hier, Mülleimer gefunden. Das heißt, ich kann jetzt diesen schweren, nervigen Sack hier von meinem Wagen raus machen und das hier reinstellen. Das finde ich voll cool, ich mag das, dass ich das da reingestellt habe. Jetzt ist mein Wagen nicht mehr so nervig zum Umschieben und leichter und sowas. Das hört sich gut an. Zwei urinfarbige Blumen gefunden. Oh Scheiße, das hier, das ist das allerletzte Bier, was ich noch da habe. Das heißt, ich werde diesen hier jetzt trinken. Genau. Und wenn das passiert ist, dann prüfen, ob ich irgendwann zu einem nächsten Bierladen ankomme, wo man Bier kaufen kann und sowas. Guck mal, ich habe hier eine Ortschaft gefunden. Der ist sogar mit einem gelben Schild.
Und ich werde jetzt gucken, ob diese Ortschaft hier Biergeschäfte hat. So, ich befinde mich gerade in einer Bushaltestelle von dieser Ortschaft, wo ich hier nach Biergeschäften auf der Suche bin. Und werde jetzt hier ein bisschen frühstücken, dieses Brot fressen, was ich mir geschmiert hatte. Das lag noch in meiner Tasche rum. So, ich habe das Brot aufgefressen und jetzt bin ich weiterhin auf der Suche nach einem Biergeschäft. Ich habe hier ein Geschäft gefunden und prüfen, ob man hier Bier kaufen kann. So, das hier, das war ein Bierladen gewesen und heute habe ich irgendwie Bock drauf auf Warsteiner. Das heißt, ich habe zwei Träger Warsteiner geholt. Den werde ich jetzt hier einpacken. Aber bevor ich das hier einpacke, werde ich irgendwie einen Pullover rausholen. Das ist so einen zusätzlichen Pullover. Weil irgendwie, weiß auch nicht, ist nicht so warm wie gestern heute. Und so windig und so weiter. Da kommt kalte Luft durch. Hier, genau, das kommt da durch. So, ich laufe jetzt. Hier, da vorne ist dieser Ortsausfahrtsschild oder so. Genau. Und ich laufe jetzt von dieser Ortschaft weg, wo Biergeschäft war. Und es ist so scheiße Winde gerade und so ein richtig kalter Wind, der kühlt und sowas. Das mag ich nicht. Der nervt mich. Aber darauf erstmal ein Bier trinken. Oh Scheiße! Ich muss hier durch diese Landstraße umfahren, wo hier ganz viele Autos und so hier. Ich muss jetzt gerade durch diese Landstraße hier rumlaufen, wo hier kein Gehweg ist und so weiter. Wo hier diese ganzen nervigen Autos und Fahrzeuge und LKWs und so weiter rumfahren. Das nervt. Das ist so unentspannt. Das stört mich. Guck mal, durch was für einen Weg mit Schwierigkeit mich hier Google durchschickt. guck mal, der ist ganz räudig und so weiter mit den ganzen hier Scheiße für einen Wagen, das hier rüber zu schieben. Genau. Aber Hauptsache nicht mehr diese nervige Bundesstraße langlaufen, wo die ganzen Fahrzeuggeräusche sind. Weil die haben richtig gestört. Deswegen bin ich jetzt hier reingebogen. Durch diesen räudigen Weg mit etwas Schwierigkeit dran. Und ich bin gerade zum Entschluss gekommen, die Tour schon bereits in Wächter zu beenden, anstatt in Kloppenburg. Weil hier, ich habe ein Akkuproblem. Ich habe zwei Powerbanks dabei. Die eine Powerbank ist komplett leer. Und die andere Powerbank hat nur 20%. Und wenn ich bis nach Kloppenburg laufen müsste, wenn ich bis nach Kloppenburg laufe, dann wird das mit Akku ganz knapp, weil ich dann noch hier 4 Tage machen müsste anstatt 3. Und das wäre hier scheiße und riskant und ich weiß auch gar nicht, wo ich das heutzutage aufladen soll. Wenn man noch nicht mal irgendwie so einer Gaststätte oder so rumsitzen kann, um das aufzuladen. Und ich habe ja immer noch kein Solarpanel, um das Ganze aufzuladen. Und deswegen, ohne Akku will ich keine Tour machen. Und deswegen, wegen diesem scheiß Akkuproblem werde ich dann die Tour in Wächter beenden. Ich glaube, ich habe noch 20 Kilometer oder so, vielleicht ein bisschen weniger bis nach Wächter. Dann bin ich da angekommen. Dann fahre ich dort mit dem Zug nach Hause. Und noch ein Grund, warum ich mich dazu entschlossen habe, in Wächter einzusteigen, anstatt in Kloppenburg und noch einen Tag länger zu machen. Weil hier, es ist heute schon so ungemütlich kalt. Hier so ein kalter Wind kommt die ganze Zeit. Und das nervt mich, das demotiviert irgendwie. Und ich habe gerade in den Vorhersagen geschaut. Und laut Vorhersage sollte es morgen noch kälter werden. Und na, kommen schon wieder Hunde.
Guck mal, das Wasser fließt hier runter. Das macht das. Ja, das passiert hier gerade. Das fließt runter. Guck mal, da ganz hinten. Hier, Staubtraktor. Staubtraktor. Der macht ganz viel Staub da ganz hinten und sowas. Seht ihr das? Guck mal, da vorne, da steht drauf, hier, 15 Kilometer bis Wächter oder wie das heißt. Also muss ich noch 15 Kilometer laufen, bis ich da angekommen bin. Hier, guck mal, da oben steht Barnsdorf drauf. Und da steht hier auf meinem Zettel drauf, da bin ich nicht durchgelaufen. Ich bin irgendwie einen anderen Weg gelaufen, als dass ich da durchlaufe. Und deswegen habe ich hier Drentwede und Barnsdorf ausgelassen. Und deswegen, hier, da oben steht Wächter drauf, 14 Kilometer nach Dahlag. Also laufe ich jetzt nach Dahlag. Genau, und dann, wenn ich das erreicht habe, dann ist die Wanderung zu Ende. Genau so mache ich das. Guck mal, wenn man diesen Rad hier bewegt, dann der eiert nicht so stark. Ja, der geht so. Aber wenn man diesen Rad hier bewegt, dann eiert der voll stark und so weiter. Seht ihr das? Das eiert voll. Prüfen, wie lange dieser Rad noch hält, der so stark eiern tut und so. Der sieht auch so langsam plattgedrückt aus, von dieser ganzen Rumschieberei. Also wirklich den ganzen Tag kommt so ein richtig kalter Wind. Der demotiviert sowas von. Es macht wirklich gar keinen Spaß mit diesem Demotivationswind, der so kalt ist und sowas und rumnervt und mich kühl hält. darauf so rumzuwandern, das nervt mich. Das muss so nicht sein. Hier, ich laufe schon wieder diese ganz nervige Landstraße, wo diese ganzen Autos und Fahrzeugen und sowas hier rumfahren. Die nerven mich die ganze Zeit, weil die sind so laut und so. Das stört mich. Aber so ist das halt. Guck mal, da ganz hinten, da sind Häuser und so weiter. Das könnte vielleicht Wächter sein oder so. Bin ich mal gespannt, ob das Wächter ist. Ich habe Wächter gefunden. Ich bin gerade auf der Suche nach einer Toilette, die ich mit ganz viel Bierschissgeruch bestäuben kann. Weil das muss so sein. Weiß nicht, vielleicht eine Tankstelle oder so eine andere öffentliche Toilette oder sowas. Oder vielleicht irgendwann bei der Bahn oder so etwas. Mal prüfen. Bin ich gespannt drauf, wann ich was finde. Oder hier, guck mal, da ganz hinten ist Rewe. Oder wie das heißt. Also, das sehe ich von hier. Vielleicht kann ich da nach hier so ein... hier, Toilette oder wie das heißt, nachfragen. So, hier ist ein Rewe. Und ich werde jetzt einmal nachfragen, ob die eine Toilette zum Bescheißen haben. Damit ich hier leichter werde und so weiter. So, ich habe jetzt gerade mit ganz viel Bierschissgeruch die Rewe-Toilette benutzt. Aber jetzt hier Bahnhof suchen und finden. Und dann mit dem nächsten Zug irgendwo nach Hause fahren. Genau das mache ich jetzt. Boah, scheiße, hier ist überall Baustelle und so weiter. Ein Weg mit Schwierigkeit, mit Blockaden und sowas. Bierpower! So, ich bin jetzt gerade hier am Bahnhof und oh scheiße, hier, mein Zug ist gerade abgefahren. Das heißt, ich muss hier rumwarten. Es hat viel zu lange gedauert mit diesen beschissenen, dreckigen Automaten hier. Die Fahrkarte zu holen und jetzt ist er abgefahren. Das ist voll scheiße und dreckig, das mag ich nicht. Oh scheiße, jetzt muss ich eine ganze Stunde auf den nächsten scheiß Zug warten, der mich nach Bremen führt. Das ist voll scheiße. Weil wenn ich das gewusst hätte, dann wäre es ein bisschen schneller gelaufen. Ich wusste nicht, wann der Zug fährt. Aber der stand einfach hier rum und der ist dann direkt
von meiner Nase abgefahren, wo ich dann dieses Ticket holen wollte. So, weil diese Warterei kälter geworden war, habe ich hier meine dreckige Jacke und sowas angezogen. Weil langsam hier Frostgefühl kommt sonst, wenn ich keine Jacke an hätte. Deswegen habe ich den angezogen. Der versiffte Scheißzug kommt an. Jetzt da einsteigen und nach Bremen fahren. Genau. So, ich bin ausgestiegen. Ich bin jetzt hier in Bremen. Und jetzt gleich hier. Wie heißt es nochmal? Mit Straßenbahn nach Hause fahren. Genau, das mache ich gleich. Hier meine Straßenbahn. Der fährt wegen Verkehrsunfall nicht. Das heißt, ich werde mit dem Bus fahren. Der kommt in 5 Minuten oder so. Das heißt, ich muss ja 5 Minuten rumwarten. Bis ich dann mit dem Bus hier bis zum Bauhaus hinfahre. Um von dort aus doch schon wieder so 1 Kilometer laufen zu müssen. So, ich bin hier aus diesem Bus ausgelaufen. Und ich bin jetzt schon wieder hier an dieser Stelle, wo da ganz hinten dieser Bauhaus ist. Also da, wo ich schon mal diese Scharniere und den billigsten Klapsackkarre von Bauhaus gekauft habe. Genau bei diesem Bauhaus bin ich jetzt gerade, diese Haltestelle. Also sprich, ich muss jetzt noch 1 Kilometer oder knapp 1 Kilometer bis nach Hause laufen. Und ich würde sagen, man sieht sich gleich, wenn ich gleich wieder zu Hause angekommen bin. Bis gleich. So, ich bin schon wieder zu Hause angekommen und ich habe gerade Duschen gemacht. Und das war voll cool Tour gewesen. Besonders die ersten 2 Tage. Beim 3. Tag, also heute, das war voll scheiße gewesen, weil es kälter geworden ist und weil das windiger geworden war. Wegen dem ganzen kalten Wind und so weiter. Das hat mich voll demotiviert gehabt, noch mehr zu machen und so weiter. Und weil morgen noch kälter wird, habe ich dann, wie ich vorhin erzählt hatte, wegen meinem Akku, dass ich kaum noch, also nicht mehr so viel Akku hatte, also unzureichend Akku, dass der auch mich für morgen versorgt, habe ich mich entschlossen, nur 3 Tage zu machen, anstatt 4. Und ich würde sagen, ich habe keine Ahnung, was ich noch sagen soll. Und deswegen sage ich tschüss bis... Halt, stopp! Ich wollte noch ein paar letzte Worte loswerden, nachträglich. Und zwar zum einen, vielen Dank an Moritz C. für deine PayPal-Donation. Mein PayPal-Konto nutze ich überwiegend als Investitionskonto, wie zum Beispiel, wenn ein Software-Update meines Schnittprogrammes kostenpflichtig dran steht. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwann mal für eine neue Kamera investieren will oder so etwas. Genau, dazu benutze ich das. Aber auch als Notfallkonto, wie zum Beispiel, wenn mal alle Stricke reißen sollten. Zum Beispiel der Geldhahn wird komplett gestrichen oder so, zugedreht oder so. Oder wenn ich das irgendwie die Bahnfahrt zurück nicht bezahlen kann, dann nutze ich beim PayPal-Konto auch gern. Genau, dafür benutze ich das. Und noch was? Vielen Dank an denjenigen, der mir über meine Amazon-Wunschliste den Solarpanel mitbestellt hat. Den habe ich zwar jetzt noch nicht zu Händen, aber wahrscheinlich kommt er morgen oder innerhalb dieser Woche an. Den werde ich dann im nächsten Fanpass-Öffnen-Video öffnen. Ich warte aber noch etwas, bis dann irgendwann ein Fanpaket, bis ein bisschen mehr Zuschauerpakete ankommen. Bevor ich dann diesen Fanpost-Öffnen-Video starte. Und wenn das passiert ist, dass ich dann diesen Fanpost-Öffnen-Video gestartet habe, dann werde ich eine noch größere Wanderung machen mit Solarpanel, wo ich dann hier nicht so viel Sorgen für den ganzen Strom machen muss. Weil man, wie ihr halt wisst, momentan so schwerer an Stromquellen drankommt, wegen den ganzen komischen Maßnahmen. Dass man sich irgendwie nirgendwo in einer Gaststätte oder Bäckerei oder so hinsetzen kann, um das Ganze aufzuladen. Das freut mich auf jeden Fall sehr stark mit diesem Solarpanel. So, das wollte ich gesagt haben. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer verschissener Natururin.
Also diese billigste Sackkarre vom Bauhaus, die hat die Tour nicht bestanden. Und Scheiße, hier steht Achtung Wildwechsel drauf. Also keine Ahnung, vielleicht kommen gleich Hirsche und Wildschwein und fressen mich auf oder so.